Hallo und herzlich willkommen zu Friday Night SmackDown und heute sind wir mal direkt in der Action drin. Wir sind im Tables Match. Rusev gegen Ryback. Es hat sich ergeben bei Extreme Woods, ihr habt es alle gesehen, Ryback hat ihn attackiert, den Rusev. Und das sollte natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Und wir sind hier quasi schon im Matchende. Ich habe gesagt, ich zeige euch das Highlight. Hier, Ryback setzt an zur Powerbomb. Voll auf die Matte. Er setzt nochmal an zur zweiten Powerbomb. Und ihr wisst, was kommen muss. Die Triple Powerbomb und Ryback hämmert Rusev durch diesen Tisch. Ja, heute mal ein kleiner anderer Anfang dieses Videos. Wir starten quasi direkt mit dem Highlight dieses Table-Matches. Hier nochmal die dreifache Powerbomb-Kombination. Hier, und dann dreht er sich und da steht der Tisch perfekt. Und dann geht's für Rusev nur in eine Richtung. Und das ist der Tisch. Und jetzt begrüße ich euch nochmal zu Friday Night SmackDown. Längere Zeit kam jetzt kein Video. Das lag einfach daran, ich kann es ja mal kurz erklären, ich muss mich ja nicht ganz so rechtfertigen, weil ich sage immer, ich mache das Ganze hier nicht hauptberuflich. Ihr wisst, ich habe eine Menge Spaß dran und am Spaß lag es auf keinen Fall, auch nicht an der Motivation. Es lag mal wieder an der Zeit und das, obwohl ich in Anführungsstrichen Ferien habe. Wir sehen uns hier noch im Hintergrund ein bisschen Ryback, der sich feiern lässt. Feed me more. Das Publikum, ja, der zieht richtig gute Reaktionen, der Ryback. Ja, mal gespannt, wie es weitergeht mit dem. Also der Mann scheint richtig hungrig zu sein. Passt ja zu ihm. Feeding Time ist jetzt quasi vorbei. Rusev, ja, hat er verschlungen. Und jetzt gleich geht das nächste Match schon los. Aber ich will noch kurz sagen, woran es lag. Es lag einfach an den Feiertagen, vor den Feiertagen. Grafikkarte kaputt in den Feiertagen. Man hatte irgendwie keine Zeit. Man hat was mit der Familie gemacht, hat im Keller Dart gespielt, was weiß ich. Ist irgendwo hingefahren. Man war viel essen bei der Familie oder sonst was. Da hast du einfach keine Zeit dafür. Und die paar Minuten, die du mal frei hast, die zockst du dann vielleicht mit Freunden oder so. Aber jetzt kommt ja ein Video und ich kann euch schon mal drauf heiß machen, was heute Abend passiert. Wir werden jetzt dieses Match hier sehen. United States Titelmatch. Tyson Kidd bekommt die Chance gegen Kevin Owens. Fight Owens Fight oder doch der Kanadier Tyson Kidd aus dem Hard Dungeon. Ehemaliger WWE Tag Team Champion. Da bleibt es mir schon im Halse stecken, wenn ich an Kevin Owens denke. Tyson Kidd, ich glaube, heute sind richtig viele auf seiner Seite, weil ganz viele im LCW-Universe, die sagen, Kevin Owens darf einfach nicht Champion sein. Die wollen das nicht. Und heute im Main Event, da geht es nicht ganz um Champion-Titel, aber ja, so fast, sage ich mal. Denn bei Extreme Rules habt ihr ja gesehen, wir haben zwei neue Champions. Wir haben einen neuen United States Champion mit Kevin Owens, der sich quasi hier direkt jetzt, ja, beweisen will. Er hat gesagt, ich verteidige meinen United States Championship direkt mal in der ersten SmackDown-Ausgabe und im Main Event. Der frisch gebackene World Heavyweight Champion Randy Orton. Vielleicht die neue Zeit des Apex Predators ist angebrochen. Und er hat gewonnen das Fatal 4-Way Match gegen Cesaro, Seth Rollins und gegen, ja, eben Kevin Owens. Und dann kam der Dämon zurück. Es war Finn Balor und er hat quasi Randy Orton schon herausgefordert. Er bekommt kein Titelmatch, das habe ich gesagt. Er muss sich heute beweisen, deswegen heute im Main Event. Randy Orton gegen Finn Balor. Aber das braucht uns gar nicht zu interessieren, denn wir haben jetzt hier erstmal United States Championship Time. Da ist er, unser neuer United States Champion. Da ist der Prizefighter, da ist Kevin Owens. Und ich kann euch schon mal heiß machen, dieses Video hier heute kommt am Dienstag. 29. Dezember, also wenn alles klappt, aber ich denke mal schon. Ich habe was vorbereitet und zwar eine hammerkranke Monday Night Raw Ausgabe. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Also hammerkrank werden die nächsten Folgen bei Raw und bei SmackDown alle. Bis Vengeance. Ich habe da richtig viel kranken Shit geplant. Ich habe euch das ja schon gesagt, denn ihr wisst ja schon in etwa, was bei Raw passiert. Ich versuche euch den Raw-Part vielleicht zu Silvester zu bringen und den Main-Event-Part dann zu Neujahr, so irgendwie um den Dreh. Denn ich hab's gesagt, bei Raw, John Cena und Dean Ambrose, die beiden, ich sag mal, Gegner noch von Extreme Rules, die sich aber ja trotzdem respektieren und gut verstehen, zusammen gegen JBL und seinen Partner The Big Show. Wir wissen ja immer noch nicht, was mit Big Show und JBL so genau ist. Warum arbeiten die zusammen? Wäre vielleicht nochmal interessant, wenn sie es in die Kommentare schreiben, weil irgendwie passt da ja was nicht, finde ich immer. Aber sie können es ja mal selber erklären, wieso gerade die beiden zusammenarbeiten, JBL und Big Show. Oder ob da wirklich einfach nur die Dollarscheine geflossen sind, sodass das quasi finanziert ist von JBL, dass er quasi einen Big Show, ich nenne es mal, als Leibwächter dabei hat. Und was kann ich noch sagen? Ryback ist immer noch frei. Eben haben wir das Tables Match gesehen, da wollte ich es ansprechen. Ryback ist immer noch frei. Glaube ich zumindest. Wir haben nämlich beim letzten Part schon einige gehabt, die ihn sein wollten. Es waren aber auch einige, die mich bei Skype kontaktiert haben. Deswegen, wer jetzt zuerst unter dieses Video schreibt, ich will Ryback sein, natürlich
wenn ihr jetzt das Video abends guckt, habt ihr schlechte Chancen. Der kann Ryback sein. Natürlich solltet ihr nicht noch einen anderen Superstar haben. Kevin Owens. Ihr merkt, der zieht Reaktionen natürlich. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Kevin Owens gar nicht ausstehen können. Aber er hat halt auch diese Fans, die sagen, Kevin Owens ist der Beste, den es momentan im Wrestling-Geschäft gibt. Das muss er uns heute Abend beweisen gegen Tyson Kidd, denn der Mann hat in den letzten Wochen wirklich tolle Matches gezeigt, auch wenn er nicht immer gewonnen hat. Zum Beispiel die Battle Royale, so als Beispiel einfach mal. Aber dieser Mann hat bewiesen, dass er durchaus ganz oben mitspielen kann. Ist ja kein Tag Team mehr mit Cesaro. Weil Cesaro, ihr wisst es ja, hat sich so ein bisschen auf den Weltschwergewicht-Champion-Titel eingeschossen. Und deswegen sind sozusagen die Wege der beiden so ein bisschen auseinandergegangen. So, und ich wollte nochmal zurückkommen. Nächste Woche bei Raw, ihr kennt die beiden Matches, ja. Roman Reigns wird auf Eric Rowan treffen. Roman Reigns, der ja bei Raw einfach sich von nichts mehr hat erschrecken lassen. Da kam wieder die Fratze von Bray Wyatt zum Vorschein. Und was macht Roman Reigns? Den interessiert es gar nicht, den juckt es nicht, den berührt es nicht. Der denkt sich ja, das ist doch eh immer dasselbe. Und der kommt direkt quasi, als das Licht wieder anging, mit dem Superman Punch und schlägt da einfach Bray Wyatt um. Als wäre es einfach gar nicht. Dann folgte ja noch der Spear, also Bray Wyatt. Der musste da ordentlich einstecken, aber ich bin mal gespannt und ihr könnt gespannt sein. Ihr wisst, ich habe mir was überlegt, wie das enden wird bei Vengeance. Ich habe gesagt, bei Vengeance wird diese Fehde, die ja schon bei WWE 15 begonnen hat, wird diese Fehde enden. Ein für alle Mal. Und dann werden wir sehen, wer von beiden quasi als Sieger aus dieser Feder rausgeht. Hier gerade schöner German Suplex von Kevin Owens. Ja, Suplex City hier ein bisschen für Tyson Kidd. Und stellt euch mal vor, Tyson Kidd als United States Champion. Das wäre natürlich auch was. Und Kevin Owens, für den wäre das eine richtige Schwächung, würde ich sagen, seines momentanen Standes. Denn, wie soll ich das sagen? Wir haben momentan 4 Champions. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt. Wir haben Randy Orton als World Champion, JBL als WWE Champion, Sami Zayn als Intercontinental Champion und eben Kevin Owens als United States Champion. Und es ist nicht so wie bei der WWE, dass diese, ich sag mal, Midcard Champions so, ich sag mal, unbedeutend sind. Das ist einfach nicht so. Wir haben hier einen Kevin Owens, bei The Raw haben wir einen Sami Zayn. Das sind alles andere als Midcard Player, so nenne ich es mal. Ich glaube, ihr könnt verstehen, was ich meine. Die kannst du auch in Main Event packen. Wenn die WWE es machen würde, sage ich mal so, die verramschen ja lieber einen Kevin Owens in der Midcard. Ganz ehrlich, ich kann ja mal so ein bisschen meine Meinung zu Kevin Owens hier preisgeben. Am Anfang, als er zu WWE so kam, John Cena, Open Challenge, hammergeil. Hammergeil. Der Typ sieht jetzt vielleicht nicht aus, so wie diese typischen, ich sag mal, diese Jungs, die Vincent McMahon einfach so mag. Ihr wisst, was ich meine, so ein Roman Reigns, so ein Batista. Die mag der ja, diese Jungs, so eher so. Und so ein John Cena, so ein ja, was, Daniel Bryan vielleicht auch noch, aber Kevin Owens, der sieht ein bisschen anders aus. Ihr wisst, was ich meine. Und da fand ich es richtig stark. Und dann hat der John Cena sogar besiegt. Aber dann irgendwann, es war irgendwie, also es lag meiner Meinung nach nicht daran, dass er, glaube ich, das entscheidende Match gegen Cena verloren hat. Das glaube ich nicht. Aber irgendwie jetzt so eine Fehde gegen Ryback Intercontinental Championship. An sich, Ryback gegen Kevin Owens, also die Fehde ist schon ein bisschen her. Fand ich ja nicht schlecht, die Fehde an sich. Aber das passt so nicht zu diesem Kevin Owens, den man bei NXT noch als absoluten Zerstörer, alle wissen ja, wer Kevin Steen ist. Das ist kein Midcard-Player, der, was weiß ich, sich gegen, ich sag jetzt mal, Dolph Ziggler hinlegt. Dolph Zigglers Zeit bei WWE ist meiner Meinung nach abgelaufen. Der hatte seine Welttitel-Runs und die werden, glaube ich, nie wieder kommen, ganz ehrlich. Der wird auch nie wieder Money in the Bank gewinnen oder sonst was gewinnen. Glaube ich persönlich nicht. Und diese Fehde jetzt momentan gegen Dean Ambrose, gut und schön, aber wäre da nicht Ambrose dabei, dann wäre das jetzt, was weiß ich, zum Beispiel ein, sagen wir mal Ziggler, stellt euch das mal vor, Ziggler gegen Owens, das ist vielleicht ein gutes Match, aber ihr wisst, was ich vielleicht damit sagen will. Das hat so null Bedeutung bei der WWE. Also Ambrose gegen Owens, sage ich noch, da sagen ja viele, da freue ich mich auf das Match ja am meisten beim Pay-Per-View, kann ich auch verstehen. Was hat Owens jetzt vor? Freuen sich ja auch auf dieses Match, hoffentlich. Kevin Owens nimmt jetzt Anlauf und das haben wir schon mal gesehen und da kommt er übers Top Rope geflogen und trifft da Tyson Kidd. Ja, kann ich eigentlich nur wieder sagen, da wird sich dann im Skype-Chat wieder drüber lustig gemacht. Kevin Owens ist kein Lucha Dragon. Letztes Mal habe ich es, glaube ich, mit Roman Reigns gesagt. Und ja, ihr wisst vielleicht jetzt, was ich meine. Stellt euch mal vor, einfach ein Kevin Owens wäre im Main Event. Das würde so viel mehr, ich sag mal, Impact machen als Intercontinental Championship. Der Titel hatte die letzten Jahre null Bedeutung, wenn wir mal ehrlich sind. Also wirklich, null Bedeutung. Der United States Champion Titel hat ein bisschen Bedeutung bekommen. Also ich fand es gut, was Cena damit gemacht hat. Mit dieser Open Challenge und so. Fand ich immer cool. Was der für Matches gegen Cesaro hatte zum Beispiel, fand ich super. Aber ganz ehrlich,
Was war denn der Intercontinental Championship bisher? Nicht so viel, das ist meine Meinung. Klar, mit Dean Ambrose jetzt auf jeden Fall eine Aufwertung, aber auch ein Ambrose. Mein Gott, was soll der denn in der Midcard? Haben wir keine Midcard-Wrestler? Dass man einen Owens, das ist vielleicht die beste Formulierung, haben wir keine guten Midcard-Wrestler, dass wir einen Owens und einen Ambrose, ja, vielleicht sogar einen Ziggler, kann man sagen, aber ein Ziggler gehört für mich in die Midcard, dass wir die in die Midcard packen müssen, wenn man es Midcard nennen will. Also meiner Meinung nach ist in der WWE der Intercontinental Championship auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer gestellt. Bei uns minimal, würde ich sagen, ist der World Championship ein bisschen höher, also die Welttitel höher als die Midcard-Titel. Weil da, wir haben einfach Jungs, die können dagegen bestehen. Guckt euch den Sami Zayn an, was der für Leistungen schon gezeigt hat. Guckt euch hier Kevin Owens an, der hat auch schon bei SmackDown gegen den Seth Rollins zum Beispiel klar gewonnen. Der hat auch im Titelmatch nicht schlecht ausgesehen. Im Titelmatch muss ich ja sagen, im Fatal 4-Way-Match, da hat eigentlich keiner richtig, richtig schlecht ausgesehen. Und deswegen, ja, müssen wir mal gucken, wer denn der nächste Gegner von Randy Orton wird. Ja, wenn Finn Bella heute gewinnt, dann hat er natürlich einen riesen Anspruch auf dieses Titelmatch. Und so muss man vielleicht mal abwarten. Was ist mit Kevin Owens? Greift der da nochmal ein? Natürlich, wenn der heute seinen Titel verliert, sieht's übel aus. Was ist mit einem Cesaro, mit dem Rollins? Da muss man einfach mal abwarten, was die kommenden Wochen bringen. Und jetzt Kevin Owens wieder am Seil mit Tyson Kidd. Da hatten wir eben diesen Suicide Dive, diesen tollen Sprung übers oberste Seil von Owens. Finde ich auch immer cool. Und Owens so mit seiner, ich sag mal, mit seinem Körper, denkt man jetzt nicht, dass der sowas machen würde. Owens, jetzt gehen die beiden raus. Natürlich normale Regeln mit Auszählen, mit Disqualifikation und so weiter. Das ist natürlich jetzt interessant. Außen, Tyson Kidd attackiert jetzt Kevin Owens auf der Rampe mit dem Kniestoß. Ja, Jungs, ihr solltet gleich zurück in den Ring gehen und da schlägt Kevin Owens Tyson Kidd nieder. Und jetzt, oh, Tyson Kidd, das hättest du vielleicht nicht machen sollen, da draußen mit Kevin Owens kämpfen. Und das sieht jetzt schlecht aus. German Suplex auf diese Stahlrampe. Ihr habt es gesehen, genau da, wo die Rampe anfing. Und jetzt haben wir vielleicht einen Countout. Kam Tyson Kidd hier zurück in den Ringgang. Aber guckt euch Owens an. Der feiert sich, der sagt sich quasi, ja, du kannst dich hier nicht auszählen lassen. Komm in den Ring, ich will das Ding hier clean gewinnen. Und jetzt sieht es eigentlich gar nicht mehr so gut aus für Tyson Kidd, weil dieser German Suplex auf diese Stahlrampe ist nicht so angenehm. Und jetzt wieder Owens. Da müsst ihr mir mal helfen. Wie heißt diese Aktion? Er hat ihn oben und zeigt sozusagen einen Power Slam, eine Powerbomb so ein bisschen auf die Matte. Ist es das? 1, 2, 3. Tatsächlich. Kevin Owens verteidigt den United States Championship. Tyson Kidd hat es versucht, aber am Ende, ich sag mal, der German Suplex auf die Rampe, der hat es in sich. So, hier nochmal ein paar Highlights. Was hatten wir denn hier? Wir gucken einfach mal. Alles müssen wir uns nicht ansehen. Das war nur ein Samoan-Job. Das war jetzt nicht so awesome. Das hatten wir hier. Der Cannonball natürlich von Kevin Owens. Dann hier, was hatten wir? Ja, dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Hebt ihn hoch. Jetzt zieht er ihn zu sich ran, sozusagen zu so einem Package-Pile-Driver, aber dann nach hinten, so als Suplex. Und dann hier das Match-Ende. Da war wieder dieser Power-Slam, dieser Power-Bomb. Da packt er an sich. Sieht ein bisschen so aus, als würde er jetzt so einen Package-Pile-Driver zeigen. Ist er aber nicht, habt ihr mir ja erklärt. Und dann geht's in einem Power-Slam auf die Matte. Und das war's natürlich für Tyson Kidd. Hier nochmal das Cover. 1, 2 und 3 und vorbei. Und Kevin Owens verteidigt zum ersten Mal erfolgreich seinen United States Championship. Und mich würde mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Mögt ihr Kevin Owens in der LCW? Ganz wichtig, WWE juckt uns nicht. Oder sagt ihr, der Mann muss ganz dringend entthront werden? Ja, wie gehen die nächsten Wochen weiter für Kevin Owens? Das wird ganz, ganz interessant. Ihr könnt euch natürlich da wieder überraschen lassen. Natürlich ist was geplant, ihr wisst es doch. Und dann kommen wir jetzt zum Main Event dieser Smackdown-Ausgabe. Sozusagen am 29. als nachträgliche Weihnachtsfolge, kann man mal sagen. Weil ich hatte einfach keine Zeit. Und das ist ein Match, auf das ich mich freue. Randy Orton gegen Finn Bella, der neue SmackDown-Champion, so nenne ich es mal, gegen den Dämon, der bei Extreme Rules aus seiner Höhle gekommen ist, kann man sagen. Und ganz klar gezeigt hat, ich will wieder im Rampenlicht stehen, ich will Gold tragen. Natürlich muss man sich erst beweisen in der LCW. Die Zeiten sind vorbei, wo man einfach das Titelmatch in den Arsch gesteckt bekommen hat. Age of the Fall. Und hier kommt Randy Orton mit dem World Title. Natürlich, das SmackDown-Publikum feiert seinen World Champion. Er hat sich das Ding, ich würde mal sagen, verdient geholt bei Extreme Rules. Am Ende ja der RKO gegen Kevin Owens. Und ich habe ja beide, ich sag mal, Optionen euch erklärt.
wenn jetzt Finn Bálor heute vielleicht sogar gewinnen sollte, man weiß es ja nicht, dieser Finn Bálor ist einer der größten NXT-Superstars, die NXT hervorgebracht hat. Und wenn der gewinnen würde, hätte er natürlich wirklich einen Anspruch auf ein World-Title-Match, so wie er es haben wollte. Dann hätten wir quasi Randy Orton gegen Finn Bálor in einem, ich sag mal, Titel-Rematch, weil ja dann der Titel auf dem Spiel steht, beim Pay-Per-View bei Vengeance. Natürlich, überlegt jetzt mal, wenn Randy Orton gewinnt. Der Legend-Killer, der Apex-Predator, die Viper, der hat so viele Namen, der Mann, und die treffen einfach alle zu. Wenn der hier heute Abend gewinnt, vielleicht Finn Bálor mit dem AKO niederstreckt, das Cover abstaubt. Was dann? Wer soll dann gegen Randy Orton antreten? Die LCW hätte dann, ich sag mal, einen sehr, sehr souveränen SmackDown-Champion, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich kann mit Randy Orton als Champion sehr gut leben. Ja, und ihr merkt es, Randy Orton, der genießt das. Er ist Champion und da kann ich ja sagen, die Statistiker, unsere Statistiker, vielen Dank an Spongo und an Danny an dieser Stelle. Die Skype-Leute wissen, wer das ist, aber eigentlich auch einige auf YouTube sollten wissen, wer die beiden sind. Denzen und Spongo, die Männer, die mir oft helfen, vor allem der liebe Spongo. Wenn er jetzt noch anfängt, Kommentare zu schreiben, kleiner Shoot an dieser Stelle, dann ist er wirklich mein Lieblingsmensch. Und jetzt kommt Spongo, könnte man sagen. Jetzt kommt Finn Bálor, der Dämon. Er wacht wieder zum Leben und ein Sieg gegen Randy Orton, das wäre der Wahnsinn. Das wäre wirklich richtig stark. Aber ich würde nicht mal sagen, dass das hier ein deutliches Match wird. Ich glaube, das wird durchaus umkämpft und beide wissen ja, was der Sieg quasi zur Folge hätte. Randy Orton weiß, wenn ich hier gewinne, bin ich so souverän Champion. Wer will mir denn dann noch was? Dann müssen sich erstmal ganz viele andere quasi gegenseitig duellieren, so nenne ich es mal wie bei Yu-Gi-Oh! Früher. Zeit für ein Duell und wenn ich verliere natürlich, dann weiß auch ein Finn Bálor, der dann gewinnt im Umkehrschluss. Jetzt kann ich mir das Gold schnappen und da kommt der Dämon und der hat natürlich hier die Fans, ich glaube mal, einen großen Teil auf seiner Seite. Sehr beliebt beim LCW-Universum, aber ich sag mal, verdient, zu Unrecht wollte ich schon sagen, verdient an dieser Stelle. Weil ganz ehrlich, Finn Bálor, der zeigt Matches, die muss man erstmal machen. Hatte bisher erst einen Auftritt bei der LCW, muss man ja mal erwähnen. Den hat er verloren gegen Stardust. Da lief es gar nicht. Dann hat er sich quasi zurückgezogen. Aber ihr erinnert euch, wie Finn Bálor da aufgetreten war bei seinem ersten Auftritt. Da war er nicht der Dämon. Und heute ist er der Dämon wieder, der bei NXT war. Natürlich ist das Publikum aus dem Häuschen. Die haben hier ihren United States Champion eben gesehen. Ein gutes Match gegen Tyson Kidd. Der Champion hat verteidigt. Jetzt sehen sie ihren World Heavyweight Champion, also quasi ihre beiden neuen Champions seit Extreme Rules. Und sie sehen noch den Dämon Finn Bálor. Also, wenn du vier Superstars in zwei Matches packst, wie willst du es besser lösen? Ich glaube, ein Seth Rollins würde jetzt sagen, da musst du mich viermal einsetzen. Aber Seth Rollins, hast ja gesehen, was das gebracht hat, deine Art und deine bisherige Einstellung. Seth Rollins sollte vielleicht noch mal ein bisschen häufiger das Trainingslager besuchen, denn so wird das nix. Und Finn Bálor, guckt euch diesen Kerl an, der ist komplett gut drauf. Der ist einfach richtig heiß drauf. Der weiß, da steht Randy Orton vor mir. Ein Mann, der so viel Erfahrung hat. Ich würde mal sagen, wie viele Jahre ist Randy Orton jetzt bei WWE? 2004 oder so, also schon über 12, also fast 12 Jahre, sagen wir mal. Ein bisschen früher war der wahrscheinlich schon da, ich weiß es nicht ganz sicher. Und Finn Bálor ja eher noch ein Neuling. Ich nenne es bewusst nicht Rookie, weil dafür ist er einfach viel zu gut. Um ihn Rookie zu nennen, ganz ehrlich, wenn früher diese NXT-Rookies, Michael Tarver und Co., wer sich da noch dran erinnern kann. Michael Tarver ist, glaube ich, der Einzige, der richtig abgestürzt ist beim Nexus damals, um mal an der Stelle darauf einzugehen. Ich glaube, das ist der Einzige. Ja, Ryback hat es geschafft, Bryan hat es geschafft, Barrett. Ja, Gabriel hat es nicht so wirklich bei WWE geschafft, aber der geht ja wohl jetzt bei Lucha bzw. bei TNA gut ab. Was hat man denn da noch für Leute? Es gibt, ja, das war ja Ryback. Heath Slater, ja gut. Aber der hat zumindest einen WWE-Vertrag immer noch und ich finde den Charakter Heath Slater an sich ja nicht schlecht. Wen gab es denn noch? Darren Young, ja gut, doch, der hat es auch geschafft. Also, eigentlich haben es alle geschafft, würde ich mal sagen. Ich weiß gerade nicht, wen ich vergessen habe. Da haben die, ich sag mal, die Superstars der nächsten Shows, der nächsten NXT-Staffel, haben da schlechter abgeschnitten.
Und ja, ich bin eben auf die Statistika eingegangen. Randy Orton, er ist jetzt endlich wieder World Heavyweight Champion, wird er selber sagen. Er war ja schon World Champion bei SmackDown damals. WWE Champion hat er bis heute nie geschafft in der LCW. Aber er ist jetzt halt schon zum wiederholten Mal Weltschwergewichts-Champion. Und das ist ja auf jeden Fall auch was. Steht ja quasi von der Wertigkeit genau auf derselben Stelle. Ja, so, Finn Bella, der gibt auf jeden Fall mal direkt gut das Tempo vor. Er setzt direkt mal seine Aktion, seine Akzente in diesem Match. Und das gefällt natürlich dem Publikum, weil die wissen, ein Finn Bella im Main Event, stellt euch das Main Event mal vor, um den Weltschwergewichts-Championship. Bella gegen Orton bei Vengeance. Das wäre schon ein starkes Match. Also, würde ich mich auf jeden Fall darauf freuen. Natürlich, wenn jetzt Finn Bella hier heute nicht gewinnt, man weiß es ja noch nicht, dafür ist das Match noch zu jung, dann hat er es wahrscheinlich auch nicht so ganz verdient. Da muss er sich nochmal anders hochkämpfen. Aber der ist jung, der Junge. Ich sag mal, der hat noch genug Zeit. Es ist nicht so, als würde seine Karriere in einem Jahr enden. Der hat auf jeden Fall noch Zeit. Und die Viper, die will natürlich die Karriere beenden. Stellt euch vor, die Viper packt gleich mal schön den Puntkick aus. Dann ist das mit Finn Bella wieder schnell gegessen. Dann kann er quasi wieder da hingehen, wo er bei Extreme Woods hergekommen ist. Weil dann war es das wieder. Dann wird er kein Match in nächster Zeit bestreiten, wenn ihn der Puntkick trifft. Und jetzt geht's zurück in den Ring. Ja, und es ist bestimmt auch jetzt eigentlich interessant, weil ich denke mal, im Backstage-Bereich sitzen jetzt auch diese Leute. Cesaro, Rollins, vielleicht auch ein Ryback, ein Kevin Owens vielleicht. Und die denken sich, ja, ich habe jetzt mal ein genaues Auge hier drauf, weil überlegt mal einfach so. Wir gehen jetzt mal davon aus, Finn Bella gewinnt. Dann bekommt er das Titelmatch, gewinnt vielleicht den Welttitel. Wir gehen einfach mal vom möglichst besten Fall für Bella aus. Und dann ist er Champion. Und dann könnten sich die anderen Jungs schon so ein bisschen drauf eingerichtet haben. Wie geht der im Match vor? Was hat er für Aktionen? Wo greift er besonders oft an? Wie weicht er aus vielleicht auch? Wo sind seine Schwächen? Das sind ja erfahrene Superstars, Owen, Cesaro und Rollins. Die können das. Ja, aber einfach mal abwarten. Vielleicht ist ja auch Randy Orton heute Abend der Sieger. Aber im Randy Orton, finde ich, da weißt du ja eh nie. Na, jetzt packt er sich Finn Bella. Hat den oben auf der Schulter. Und die Aktion kennen wir, denn das wird jetzt ein harter Backbreaker. Jawohl. Da geht's auf die Matte runter für Finn Bella. Ich finde die Aktion irgendwie immer richtig geil. Die könntest du auch so einem neuen Superstar als Finisher geben. Oh, und jetzt soll's die Stomping Action geben. Randy Orton hat genug. Die Viper denkt sich, so Jüngling, so nenne ich's mal. Randy Orton ist ja jetzt auch noch nicht sehr alt, aber so Neuling. Jetzt wirst du erstmal, ja, hier zurechtgewiesen, so wie sich das gehört. Cover 1, 2, ist es das? 3, nein, das reicht noch nicht. Also, Randy Orton hat gedacht, das könnte schon reichen, aber jetzt muss natürlich die Viper dranbleiben. Aber ich glaube, dem Mann muss ich das nicht sagen, weil der weiß, wenn er hier dranbleibt, dann hat Finn Bella jetzt nicht so viel noch zu sagen. Aber wir müssen einfach mal abwarten. T-Bone, Suplex, Ansatz, schöner T-Bone, Suplex, so ein bisschen T-Bone und Follow-Slam. Oh, ich dachte gerade, Randy Orton nimmt Anlauf zum Puntkick. Ich habe das auch kurz gedacht, als er gerade so rückwärts ging. Ich dachte jetzt echt, der setzt an zum Puntkick, geht kurz raus, sammelt sich vielleicht nochmal, überlegt sich, wie er Finn Bella besiegen will. Aber Bella, der hat natürlich jetzt auch kurz Zeit gehabt, nutzt die Chance und tritt da hart Randy Orton in den Rücken. Ah, nicht, dass diese kleine Auszeit, die Randy Orton sich da genommen hat, ihm gleich das Genick bricht. Aber das ist noch zu früh. Wir müssen einfach noch abwarten. Finn Bella braucht vielleicht auch einfach mal 3, 4, 5 Aktionen jetzt, die funktionieren. Einfach, um in dieses Match richtig reinzukommen und richtig Schwung mitzunehmen. Jetzt legt er sich Randy Orton quasi schon parat. Wieder der Kick in den Rücken. Klar, das tut wahnsinnig weh. Ich glaube, das würde ich nicht mal in so einem Probetraining ausprobieren wollen. So ein Kick in meinen Rücken. Ich glaube, ganz so gestellt und fake ist das nämlich nicht. Schöner Face-Crusher von Finn Bella. Der ist jetzt gut drin, seit dieser Pause von Randy Orton, wo er sich überlegt hat, wie gehe ich jetzt weiter vor, sieht das Ganze schon viel besser aus. Ne? Jetzt ein kleiner Konter von Randy Orton. Und jetzt hängt Bella da unten in der Ecke. Klar, der hat jetzt auch schon einiges eingesteckt in diesem Match. Also, der ist jetzt auch nicht mehr so wunderbar frisch. Und schöne Powerbomb von Randy Orton. Sit-Down-Powerbomb aus der Ringecke. Und das sieht jetzt gerade nicht so gut aus für Finn Bella. Guckt euch an, wie der Junge taumelt. Jetzt geht's in die Seile für Finn Bella. Hoch und RKO! Wo kommt der denn her? RKO out of nowhere. Und Randy Orton weiß, das muss es gewesen sein. RKO out of nowhere. 1, 2, 3. Und das ist tatsächlich der Sieg für Randy Orton. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Also dieser RKO gerade. Ich dachte, jetzt kommt wieder dieser typische Power Slam von Orton, dieser Scoop Slam, so heißt die Aktion.
Aber nein, Randy Orton setzt dann an zum... Ja, er hebt ihn, befördert ihn in die Luft, katapultiert ihn, das wollte ich sagen, in die Luft. Und dann, als es runtergeht, als Finn Balor nur noch mit den Augen nach unten guckt und waagerecht in der Luft hängt, da gibt es den RKO aus der Luft. Da haben wir die This Is Awesome Chance natürlich direkt. Und das war wirklich awesome. Ja, der Smackdown-Part geht seinem Ende hingegen zu. Ich hoffe, Smackdown hat euch gefallen. Lasst alle einen Kommentar da. Mich würde es freuen. Und Randy Orton ist siegreich. Und damit das, was ich quasi schon gesagt habe. Er ist souveräner Champion. Hier nochmal. Bam! Der RKO gegen Finn Balor. Guckt euch das an. Randy Orton weiß schon, das war's. Ich kann den Jungen jetzt hier covern und besiegen. Und da nochmal das Cover. 1, 2 und 3. Keine Chance für Finn Balor, da nochmal rauszukommen. Und dann kann ich es jetzt ankündigen. Wir brauchen ja einen neuen Number One Contender. Und deswegen wird es ein Mini-Turnier geben bei SmackDown. Wann die Matches kommen, das werdet ihr sehen. Finn Balor, der bekommt nochmal die Chance, sich zu qualifizieren. Finn Balor tritt an gegen Seth Rollins. Was ein Zuckermatch. Und Cesaro gegen Kevin, United States Champion Owens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei Raw. Bis dahin, hell yeah!